So, willkommen zurück, Part 36. Ich hoffe, ich rausche nicht so wie im letzten Video. Und ja, ich probiere es halt nochmal so. Ach, scheiße. Nochmal so. Na, warten. Und ach, scheiße. Yo, epic. Oh Gott. Davon habe ich auch nicht genug. Und noch irgendwas? Wahrscheinlich Bombe. Nee, und? Ja, danke. Also hier soll man nichts machen, wie es aussieht. Ich habe keine Fee mehr, oh Gott. Als ob ich nicht genug Rubine hätte. Na, schauen wir mal weiter. Hier gibt es Leben und Feen. Und du weiß ich auch nicht mehr weiter. Was sagt denn der Typ? Toll. Sehr informativ. Dankeschön. Du bist mir keine große Hilfe. Scheißwürmer. Boah. Auch nett. Wofür sollte man dann da hoch können? Merkwürdig. Vielleicht kann man das hier sprengen. Nee. Irgendwas wird hier sein. Es kann nicht einfach so ein Raum sein. Mal nachschauen. Oh Gott. Ach, Himmel. Sprengen wir nochmal alles in die Luft. Und? Oh. Heiliger. Komm her, du Sack, du Rotschopf. Du Vollpfosten. Stirb! Yo. Er hat gewackelt. Es war klar.
Leben. Oh, Mann. Also die Mumien finde ich schlimmer als die Skelette. Die springen zwar extrem scheiße, aber die Mumien ziehen richtig viele Herzen ab. Nix, okay. Ah, Windströme. Das war knapp. Nun, ich habe keine Bomben mehr. Ach, das war doch herrlich. Ach so, hier unten geht's auch weiter. Und Bomben? Leben? Ah, oh, Geld. Hier muss ich nicht mal wieder... Weil da oben kann ich nicht lang. Okay, ist klar. Na, verflucht. So, jetzt ganz schnell. Das war knapp. Wieso dann überall Geld? Wieso haben die alle so viel Geld mit? Merkwürdig. Nicht schon wieder die Shooter. Noch Menno. Die Musik ist aber echt cool und schön traditionell. Wow. Oh, wofür denn Geld? Ist klar, da kann man runter, aber das bringt mir jetzt auch nicht viel. Das heißt, ich könnte irgendeinen Stein runterschieben. Mhm. Nee. Aber hier kann ich ja noch lang gehen. Und da muss ich eine Bombe legen. Oh, wieso habe ich die denn alle weggesprengt? Wieso sammle ich das ein? Mein Bag ist voll. Mein Gold-Bag. Wohlgemerkt. Stirb doch, Schweinekopf! Yo! Bomben! Nein! Vielleicht gibt's hier ja Bomben. Das Piepen mache ich gleich weg. Ach, scheiße. Mache ich jetzt weg. Was? Nur so wenig? Wusch. Oh Gott. Ach, hier ist schon der Endboss. Aber haben den Schlüssel ja noch gar nicht. Oh, 50 Rubine und ich kann sie nicht tragen. Hm, ich hole mir eben meine Herzen voll. So. Auch wenn ich sehr leise bin und mich eventuell gar nicht hören kann, speichere ich mal, weil es ist halt mal auch ein Part ohne Sprechen.
Wow. Ja, bitte. Ja, bitte. Danke schön. Soll ich einen Kram kaufen? Noch nehmen wir mal die Bomben. Und da ist eine Flasche. Also die Flasche will ich schon gern mitnehmen. Die Flasche hole ich mir. Spring noch auf. Hiwi! Apfel, lecker. Dann wird das Ganze ein bisschen einfacher gegen Fati. Wenn wir dann halt noch eine London Farm mehr haben können. Au! Und wie teuer ist die? Kein verstanden. Ich weiß, wo das ist. Das ist dieser kleine Hund. Es ist jetzt zwar nicht wirklich viel Fati-mäßiges Geblabel, aber es ist eine gute Vorbereitung, weil ich kann die Flaschen dann wieder mit Milchfütter füllen. Und die brauche ich nun mal. Gegen den Kampf. Gegen Fati im Kampf, besser gesagt. Schwupps. Yay. Das war's auch schon. Hört sich so lustig an, wenn er so schnell spielt. Okay, jetzt haben wir die nächste Flasche. Das war zwar nicht wirklich dringend notwendig, aber Bomben musste ich kaufen. Okay, musste ich im Endeffekt auch nicht. So, jetzt haben wir erstmal ein paar Leben mehr. Und speichern den ganzen Kram doch nochmal ab. Gehen wir mal hier rein. Na, aber die Zeit reicht nicht aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr guckt den nächsten Part auch noch und sage bye.